Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beschwörung der Tempelritter. Soll er nochmal Sie fragen? Die hat bestimmt wieder was gesehen. Oh, Guten hi. Abend. Hallo. Hat sie nicht? Aber. Wissen Sie, wofür dieses Dreibein benutzt wurde? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Na dann. Vielleicht komme ich später noch mal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Jetzt müssen wir schon, das sagt sie immer wieder. Ich glaube, wir müssen zu diesem. Nicht Museum, sondern. Wo ist meine Maus da? Zu die hier hin. Huch. Das sind hier Touristen. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Okay. Hallo Wachtmeister. Hallo, Monsieur. Wofür halten Sie das hier? Für ein Blutdruckmessgerät. Wollen Sie denn gar nicht wissen, warum ich sowas mit mir rumschleppe? Ah, no. Das sähe gefährlich nach polizeilichen Ermittlungen Er aus. ist die faulste Sau von Und allen, ehrlich. plötzlich könnte man mir nachsagen, ich nehme meinen Beruf ernst? Na Wir gut. sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich will. Hey, du da mit den Bällen. Oui? Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers? Ah, ihr letzter Großmeister Jacques de Molay wurde verbrannt. Und zwar auf einer Insel in der Seine im Jahre 1314. Hey, solide Bildung für einen Jongleur. Non, Monsieur. Ich habe das von der Tafel da drüben abgelesen. Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na das, was Sie da machen, werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze nein. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann es ja wohl nicht so schwer sein. Von wegen. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach wie? Nein, sieht nicht so aus. Schauen Sie mal, eine rote Nase. Ah, Sie sind ein Clown? Clown? No. Dann wären Sie wohl auch ein viel besserer Jongleur. Einen Moment lang tanzt eine Idee knapp außerhalb des Scheinwerferkegels meiner Aufmerksamkeit. Doch bevor ich mich auf sie konzentrieren kann, fällt sie in den Gully. Bis später. Au revoir, Monsieur. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Verdecken doch, dass er dich sieht, dass ich jetzt das auch machen kann, oder? Oder doch? Hallo? Ich will nicht den. Hey, Und doch hey nicht. Sie. Lassen. Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg. Ja.
Nicht? Okay, dann müssen wir doch in die Kirche wahrscheinlich. Der Mann mit dem Schwert. War das der, der wo da gestanden ist? Der hier? Nee, der hat kein Schwert. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Der hier, oder? Die haben alle Schwerter. Kann man den, muss man das Ding da dann. Ich dachte, hier muss man das aufstellen. Oder ist es der da? Der liegt genau am Fenster, oder? Dann scheint es da drauf zu schauen. Ja, da war es auch nicht. Oder hier bei den Bänken auf blöd, auf ganz dumm. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Ah, ich bin gerade wieder ratlos. Ratlos, ratlos, brotlos. Vielleicht ins Museum, dass der mir sagen kann, wo dieser Bulle da ist. Aber was ist mit dem? Warum ist der jetzt da? Muss ja auch irgendeinen Grund haben. Nochmal ansprechen. Oder warte. Tackchen. Ui, was wollen Sie? Das hier ist der Schlüssel zur Kanalisation. Danke, sowas brauche ich nicht. Ich will ihn nicht verkaufen, ich will nur Ihre Meinung dazu hören. Das ist wohl kaum ein Gebiet, auf dem ich als Sachverständiger gelten könnte. Ich habe ein mittelalterliches Dreibein. Und mein Onkel Claude hat Hämorrhoiden. Ja und? Toll. Oh, er ist ja ein Clown. Es wäre ungerecht, jemanden die Handfläche zu verbrutzeln, der sich durch seine geschickten Hände ernähren muss. Mann. Bis später. Au revoir, Monsieur. Na gut, hier ist wohl nichts mehr. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, nee. Ist das ein Ochse? Nee. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass ich ins Museum muss. Das andere ist zur Polizei, eher nicht. Hi, André. Hallo George. Warum machen Sie so ein langes Gesicht? Haben Sie es denn noch nicht gehört? Das Dreibein wurde gestohlen. Sie machen Witze. Ich verstehe das einfach nicht. So viele andere Schätze und die Diebe haben sich das Dreibein ausgesucht. Ein moderner Alchemist vielleicht? Wer weiß, in Paris laufen genügend Verrückte herum. Hey, ich habe Nicoles Wohnung einen Besuch abgestattet. Ja, sie hat mir von ihrem Besuch erzählt. Mann, oh Mann, das ist ein Fang, Georgie Boy. Sowas habe ich nicht Boy. erwartet. Sowas so sexy. Ich hoffe, Sie sprechen von der Schriftrolle. Mary, natürlich. Was meinen Sie zu der Handschrift? Sie dürfte auf die Zeit der Kreuzzüge zurückgehen. Das haben wir uns auch gedacht, wegen des Templersiegels. Es ist eine Bildergeschichte, wie die modernen Comics. Was erzählt die Geschichte in der Schriftrolle? Das weiß ich nicht. Sie wurde wahrscheinlich für den Touristenmarkt gemacht. Touristen? Oh ja, Pilger, tausende davon auf ihrem Weg nach Jerusalem. Das Geschäft mit dem Tourismus ist nichts Neues, wissen Sie. Das gab's schon seit Hunderten von Jahren.
Angefangen mit Josua, der sich mit dem Verkauf von Steinen aus den Mauern von Jericho eine goldene Nase verdient hat. Haben Sie ein paar der Bilder aus der Schriftrolle entschlüsselt? Es gibt nicht viel, woran ich mich halten könnte. Die Schlachtung des Stiers könnte ein Hinweis auf Mithras sein. Wer ist das? Ein persischer Gott. Fast so populär wie Christus damals. Das Einzige, worüber ich mir sicher bin, ist der Ritter. Er ist Spanier. Woher wissen Sie das? Die Aufschrift auf dem Schild, der Hinweis auf Ave Maria. Kein nordeuropäischer Ritter, der etwas auf sich hielt, hätte so ein Wappen getragen. Aber können Sie das Wappen des Ritters identifizieren? Das habe ich schon, George. Er ist ein Mitglied der Familie des Vasconcelos von der Costa Calida. Waren Sie berühmt? Nein, nach dem 15. Jahrhundert tauchen Sie nirgendwo mehr auf. Oh. Das Rad der Geschichte bewegt sich weiter. Sie sind vermutlich seit langem ausgestorben. Glauben Sie, die Schriftrolle könnte eine Karte zu einem Templerschatz sein? Ehrlich gesagt, nein. Das ist zu weit hergeholt. Sie ist ein interessanter und seltener Fund, aber das ist auch schon alles. Aber wäre das nicht toll, wenn es sich um eine Karte handeln würde? Der Schatz der Tempelritter. Eine wunderbar romantische Vorstellung, George. Aber extrem unwahrscheinlich. Das Dreibein kann ich Ihnen wohl nicht zeigen, oder? Oh, André. Oui? Was würden Sie machen, wenn ich Ihnen verrate, wer das Dreibein geklaut hat? Ich würde die Polizei anrufen und die Täter verhaften lassen. Das habe ich mir fast gedacht. Wer war's? Oh, das weiß ich eigentlich nicht. Es war eine hypothetische Frage. Schade. Wenn ich den Kerl in meine Finger kriege, drehe ich ihm den Hals um. Jetzt gibst du mir die Hand. Ich möchte Ihnen gern die Hand geben, André. Nicht jetzt, George. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Verzeihung. Oui, Monsieur. Oh, Sie sind das. Was wollen Sie denn diesmal? Sie wollen sich doch nicht schon wieder in dem Schrank da verstecken, oder? Ich höre, das Dreibein wurde gestohlen. Nichts verbreitet sich schneller als schlechte Nachrichten. Es ist wahr. Gestern Nacht ist es passiert. Ich habe immer gesagt, dass die Alarmanlage nichts taugt. Wo hat er gesagt, sie ist wunderbar? Na gut. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Das hat mich jetzt aber auch nicht gerade viel weitergebracht. Muss ich zur Polizei wahrscheinlich. Vielleicht wissen die was. Weil ja was gestohlen wurde, bla bla bla. Entschuldigen Sie. Stopper! Ich hatte nicht erwartet, Sie nach diesem unglücklichen Vorfall im Museum so bald schon wiederzusehen. Inspektor Rousseau war mit meiner Erklärung völlig zufrieden. Ah, ja. Dass Sie rein zufällig in einem ägyptischen Sarkophag eingeschlossen worden seien. Ja. Kann doch wirklich jedem passieren. Natürlich. Ja, ja. Genau wie es immer wieder vorkommt, dass jemand von einem hölzernen Lachs bewusstlos geschlagen wird. Was wollen Sie diesmal? Möchten Sie mir die Hand schütteln, Sergeant? Nicht während ich noch im Dienst bin. Ist doch so hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, vielleicht weiß ich. Ja, gerne. Will mir irgendwas sagen. Einen Moment, Monsieur. Es ist dieser Stobbart, Monsieur. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Vielen Dank, Moi. Es ist dieser Stobbart, Monsieur. Abwerten zu. Was gibt es, Monsieur? Der weiß auch nichts. Vielleicht doch nicht. Na gut. Bis dann, Inspektor. Übrigens, Stobbart, ich könnte mir denken, dass es Sie interessiert, dass man Pegram gefunden hat. Wo ist er aufgetaucht? In einem kleinen Dorf an der norwegischen Küste. Oh, gibt's doch Neuigkeiten. Die Fischer hatten ihn schon ziemlich sauber abgenagt, aber die Pathologen konnten das Gebiss identifizieren. Oh, der ist tot. Der arme Molly. Er war immer so würdevoll, dass es mir schwerfällt, ihn mir als Fischfutter vorzustellen.
Schon wieder einer tot. Die sterben ja wie die Fliegen. Ja, gibt's ja gar nicht. Dückedück. Fischfutter. Ah ja, jetzt habe ich das auch. Okay, und jetzt? Was Neues gibt's ja hier nicht, gell? Können wir noch mal mit dem einen da reden? Der Schatten endet halt genau hier, nicht an der Wand. Ja, guten Tag. Ja, Inspektor. Sagt Ihnen dieser seltene Kunstgegenstand etwas? Nein, Monsieur. Blutdruck messen bei dir. Sagt Ihnen dieses medizinische Gerät irgendwas? Natürlich. Das ist ein Blutdruckmessgerät. Möchten Sie meine Hand nicht schütteln? Ehrlich gesagt. Ich muss jetzt wieder los. Viel Glück, Inspekteur. Ich weiß gerade nicht weiter. Ah, ich hab ja was Neues, muss ich zu ihr wieder, oder? Ich bin's. Du bist's. Hallo, George. George. Hör mal, wegen dem Dreibein. Ich hoffe, du bist mir nicht mehr böse. Oh nein, wirklich nicht. Das war ein Kunststück, sich durchs Dachfenster abzuseilen. So etwas habe ich seit meiner Schulzeit nicht mehr getan. Du warst großartig, aber wenn du das nächste Mal so einen Stunt vorhast, warn mich bitte. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Bili-li-li-li. Ah, das eine hat er entziffert. Eine Geschichte, Webstuhl. Edel, Dingster, Rumster. Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Auf der Schriftrolle des Ritters steht ein Satz in Latein. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen steht ein Edelstein auf einem Dreibein. Das ist der Spanier dann hier, oder? Ave Maria. Speziell Ave Maria. Was steht da noch? Grata Plena. Grata Plena? Das ist das Dreibein, das wir im Museum ausgeborgt haben. Wozu ist dieses Dreibein bloß gut? In der Handschriftenrolle liegt der Edelstein obendrauf. Wir haben also eine Vorstrafe dafür riskiert, einen Schauständer zu stehlen. Frag mich nicht. Vielleicht ist es dazu gedacht, den Edelstein in einer bestimmten Position zu halten. Hey Nico, gib mir mal die Hand. Keine Chance, Freundchen. Ich muss gehen. Okay, ich sehe dich später. Keine Ahnung, bin gerade echt, ach, stehe ich auf dem Schlauch. Muss irgendwas in der Kirche da sein. Ich muss in den Gulli da runter. Aber wie komme ich da runter, wenn der andere dauernd am Saufen ist? Das weiß die noch. Oh. Hallo. Diesmal weiß sie nichts. Vielleicht komme ich später nochmal vorbei. Nicht vielleicht, Monsieur. Das wird. Muss was da sein, anders geht nicht. Mir kommt keine neuen Informationen von nirgendwo her. Museum waren wir jetzt auch. Jetzt gehen wir doch mal hier hin.
Hallo, Wachtmeister. Hallo, Monsieur. Ah ja, der blabbert schon was. Was halten Sie von dem Jongleur? Ah, er ist einfach excellent. Sehr unterhaltsam. Na, aber er blockiert doch die Straße und bildet ein Verkehrshindernis. Ja und? Er ist amüsant, der Verkehr nicht. Wenn er den Verkehr blockieren will, wer bin ich denn, dass ich ihn aufhalte? Sie sind ein Polizist. Das ist echt gar nichts, der faule Hund. Das bin ich. Ja, genau. Sie werden also nichts unternehmen wegen dem Kerl? Non. Er hat wahrscheinlich nicht mal eine Genehmigung. Ah, eine Genehmigung. Daran hatte ich gar nicht gedacht. Was werden Sie also unternehmen? Sobald ich wieder im Revier bin, werde ich das sofort überprüfen. Im Revier? Warum fragen Sie ihn nicht einfach? Soll ich etwa seine Konzentration stören? Für was für einen Barbaren halten Sie mich eigentlich? Für alles eine Ausrede, aber ich habe seine rote Nase, der Dings. Ah, Sie sind ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? No, obwohl Sie wie einer jonglieren. Also, wenn ich gewusst hätte, dass Sie ein Clown sind, dann wäre das ja amüsant gewesen. Und keine solche Blamage für Sie. Was soll das heißen? Haben Sie schon mal von einem Clown in normaler Straßenkleidung gehört? Irgendwo war das ein gutes Argument. Sie wollen also sagen, wenn ich mit einer roten Nase schlecht jongliere, bin ich der König der Komiker. Aber wenn ich ohne sie schlecht jongliere? Dann sind Sie ein, wie sagt man? Stümper. Jämmerlicher Stümper. Genau das, oui, Monsieur. Sie haben es verstanden. Dann muss ich mir jetzt die Nase anlegen, um dann zu jonglieren, oder wie? Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Okay, dann probieren wir das halt mal. Kann ich mir selbst die Nase anlegen? Eine knallrote Plastiknase, Teil von einem Clownkostüm. Was hat er denn jetzt dann das damit zu tun? Vielleicht nochmal jonglieren? Und dann legt die... Auf die Nase. Bip. Nee. Okay, dann quatschen wir nochmal zu. Dann jonglieren wir nochmal. Ui, was wollen Sie diesmal? Ich möchte bitte nochmal versuchen, die Dinger zu jonglieren. Oh, haben Sie inzwischen einen Schnellkurs belegt? Ja. Nein, ich hatte nur eine Eingebung, was die Vorführung betrifft. Pardon? Erlauben Sie mir, es Ihnen vorzuführen. Die Bälle bitte. Wenn Sie sich vollends blamieren wollen, bitte sehr, Monsieur. Nase? Okay, und jetzt zu meiner Geheimwaffe. Der Jongleur ist sprachlos vor Zorn. Er hätte jetzt gut als Pantomime auftreten können. Er sammelt seine Bälle auf, ohne ein Wort zu sagen. Und geht wutschnaubend fort. Hey, Sie haben einen von den Bällen vergessen! Hey! Aber er hört mich nicht. Noch besser, ohne sein Unterhaltungsprogramm, langweilt sich der Gendarm dermaßen, dass er sogar zur Abwechslung mal ein bisschen Polizist spielen geht. Ah ja, jetzt kann ich endlich den Gulli öffnen. Da bin ich ja ganz froh drüber. Kann ich mit dem nochmal sprechen, bevor ich runtergehe? Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Dann gehe ich in Gulli. Na, läuft! Der Gulli ist zu. Und die wundern sich gar nicht. Oha. Was ist denn hier alles? Trübes Wasser. Ha. Griff. Boot. Ah, ich kann mit dem Boot. Was soll ein Bursche wie ich schon anfangen in der Kanalisation? Bitte keine Antworten jetzt. Was ist das? Steinplatte. Wie soll ich da durchkommen? Die Mauer ist abgebröckelt und falls es mal eine Inschrift gegeben hat, ist sie längst verschwunden. Die Inschrift ist kaum zu entziffern, aber ich erkenne das Wort Templier und irgendwas über Unschuld. Mhm. Ein Haken. Ich schau mal zuerst die Steinplatte.
Aus der Nähe kann ich eine verblasste Inschrift sehen. Mit meinem mittelalterlichen Französisch ist es nicht weit her, aber die paar Worte, die ich verstehe, scheinen auszusagen, dass hier der Galgen stand. Oder so. Gut, was mit dem Haken hier? Der Haken wird von der straff gespannten Kette gehalten. Ach, hier ist noch eine Kette, es ist kaum. Nee, heb wieder hoch, das bringt hier nichts. Aber das hier kann ich auch nicht. Auf dem Boot befindet sich eine Winde. Eine Winde. Da komme ich nicht hin, oder? Oder doch? Nee. Da ist ja. Okay. Zeit für den Weitsprung. Ehrlich? Und los geht's. Sehe ich geistig gestört aus, oder was? Ja. Nochmal, komm. Okay. Zeit für den Weitsprung. Ach so, der will ja gar nicht. Naja, gut, komm. Und los geht's. Sehe ich geistig gestört aus, oder was? Wie kann ich denn jetzt mit dem Boot abdampfen? Jetzt habe ich auf einmal einen Ball. Auf dem Boot befindet sich eine Winde. Okay, dann windeln wir die mal ab. Was auch immer das bringen soll. Haken. Wo mache ich die jetzt? Die Inschrift ist kaum zu entziffern. Ab. Was den Haken nehmen. Nein. Was macht der mit dem Haken? Soll ich da einen roten Ball dran machen, damit ich dann angeln kann oder was? Die Steinplatte? Nee, der legt sie immer ab. Die Inschrift ist nicht zu entziffern. Warum wohl? Was soll ich denn jetzt mit dem Haken? Vielleicht an die Steinplatte oder was? Achso, er geht einfach und legt es wieder hin. Bah. Und legt es wieder hin. Der Haken ruht auf der Kette. Oh Mann. Was soll man jetzt mit dem Haken machen? Die Kette. Im Boot gibt es eine Trommel mit einer Kette, an der ein Haken hängt. Ein komisches kleines Boot ist da festgebunden. Ich vermute, damit fahren die Wartungsmannschaften hier rum. Entweder das oder das Phantom der Oper ist irgendwo in der Nähe. Kann aber sonst hier nichts machen. Irgendwas muss ich mit dem Haken machen. Junge, wenn du doch den Haken in die Hand nimmst, dann musst du doch irgendwas machen. Da macht er nichts, da macht er nichts. Nee, er legt ihn wieder weg. Oh, ganz schön. Was soll ein Bursche wie ich schon anfangen in der Kanalisation? Bitte keine Antworten jetzt.
Kann ich den Haken nehmen und zum Pfad hinrichten? Dass sich das dann dreht. Das kann doch nicht so schwer sein mit dem Haken hier. Einfach mal schauen und... Wenn ich tiefer in diese Katakomben eindringen will, dann über diesen Pfad. Wenn das diesseitige Ende nicht abgebröckelt wäre, hätte ich leicht rüberspringen können. Aber so bin ich mir nicht so sicher. Also musst du mit dem Boot fahren. Aber du musst die Kette, man kann die Kette nicht bedienen. Ach, scheiß doch, ich schau nach. Nikos will jetzt schon sein. Der Polizist hat den Pfad von... Ja, das ist... Das soll ein Tipp sein, obwohl ich es schon gemacht habe. Was ist das für ein Müll? Zeit, sich unter die Oberfläche zu geben. Nutzen Sie den Gullideckel, heben Sie... Ey, das habe ich doch alles schon gemacht. Das ist ja so das Dümmste an Hinweisen. Kannst du dir... Mein Bett. Alter. Das sind doch keine Hinweise, das sind doch Sachen, die ich schon getan habe. Also... Unglaublich, wie schlecht das gemacht ist. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Drei Bögen, jeder mit einer Inschrift. Boah. Es gibt ja nur diese paar Dinger hier. Und ich dachte mit der Kette. Kann man irgendwie die Steinplatte wegziehen oder sowas in der Art? Ich dachte, weißt du, kannst die Kette hier nicht mal anvisieren irgendwie? Da ist halt auch gar nichts mehr hier. Gitter, Treppe. Ich muss doch irgendwas mit dieser Kette machen. Den Haken. Hier, die Nase nehmen wir zum Angeln. Das war klar. Der knallrote Ball, den ich von diesem Jongleur bekommen habe. Nein. Oh, keine Ahnung, Mann, hey, was ist das wieder so ein dummes, dämliches Rätsel? Ich mache dabei Pause, bis die Zeit abgelaufen ist. Ruhe, Gewalt, ich probiere es mal mit dem Ding hier. Oh, Mann. Und ich dachte, hey, das ging cool. Dabei ist Zeit für ein wenig Haken. Brutale Zerstörung. Gut, Mechanismus. Aus der Nähe sehe ich, dass der Putz dort, wo ich durchgestoßen bin, dünner ist als drumherum. Und dahinter sehe ich ein paar Zahnräder und einen Hebel. Und ab die Post. Hey, cool! Ja, und was ist passiert? Den verbinden mit dem Zahnräder und Hebel. Ah ja. Jetzt brauchen wir die Kette. Und kurbeln. Naja, gut, das wohl Gewalt hätte man ja eigentlich selber drauf kommen können. Interessant. Dann gehen wir da mal durch jetzt. Ich dachte, man muss mit dem Boot davor fahren und dann zu dem Pfad kommt man dann. Aber wahrscheinlich kommen wir jetzt da oben raus. Oha. Mechanismus. Da könnte nur ein Schmied oder Ingenieur noch etwas retten. Ah ja. Da geht's runter, da geht's da lang.
Das ist ein Riss in der Wand. Durch ihn schimmert ein wenig Tageslicht herein. Na, dann gucken wir uns das mal an. Hier ist ja nichts, gell? Am Anfang war das Ende. Der war ein Ende und unser Hand. Es war doch der Anfang. Begann unsere Dunkelheit. Am Ende wird der Anfang sein. Das war Ende unserer Feinde. Oh, den kennen wir doch auch. Unsere neue Beginn ankündigen. Berichtet. Das militärische Gefüge ist in Bewegung. Seit dem Ende des Kalten Krieges sind die Militärs ohne klares Feindbild. Werden dafür aber selbst zur Zielscheibe für Etatkürzungen. Wir haben mit Erfolg versucht, in den oberen Rängen das Gefühl zu verbreiten, im Stich gelassen und betrogen worden zu sein. Dort herrscht jetzt die Meinung, die Politiker seien an der Ziellosigkeit schuld. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Gut, Mademoiselle. Die Regierungen nehmen mehr Rücksicht auf die Konzerne als auf ihre eigenen Bürger. Eine Bodenströmung von Unzufriedenheit und Widerstand wird immer stärker. Die Konzerne werden zu groß und zu komplex, als dass ihre eigenen Manager sie steuern könnten. Blindes Vertrauen in die Kräfte des freien Marktes beschleunigt diesen Trend weltweit. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Der Glaube der Weltbevölkerung an die Politiker, die sie regieren, war nie schwächer. Wir haben es geschafft, bei allen größeren Regierungen die Vorausschau und Planung durch Hektik und unüberlegten Aktionismus zu ersetzen. Die Parlamente handeln aufgrund übereilter Beschlüsse, die weder ausgeführt noch widerrufen werden können, ohne dass sie das Gesicht verlieren. Das Muster beginnt sich zu formen. Unsere Zeit ist gekommen. Exzellent. Die müden alten Regierungen sterben langsam an ihrer eigenen Inkompetenz und unserer dezenten Nachhilfe. Das Jahrtausend ist fast vollendet und alle Vorbereitungen für die Geburt unserer neuen Ordnung sind getroffen. Fast. Professor, wo ist das zerbrochene Schwert? Wie beim letzten Mal besprochen, hat der Verlust der Handschriftenrolle unsere Suche, wie zu befürchten war, stark behindert. Und wie beim letzten Mal besprochen, haben wir Ihnen ein erheblich höheres Budget zur Verfügung gestellt. Was haben Sie mit unserem Geld angefangen, Professor? Wir gehen von der Annahme aus, dass die Tempelritter... Also, dass unsere Vorfahren... Moment mal, das hier sind die Templer? ...eine Fährte hinterlassen haben müssen, als sie die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Schwertes von Baphomet versteckten. Eine kleine Armee von Historikern und Archäologen arbeitet daran, diese Fährte für mich aufzuspüren. Ich hoffe doch sehr, dass diese Historiker und Archäologen vertrauenswürdiger sind als unser Freund Pigrem. Pigrem war loyal. Er versuchte, den Stein von Lochmaren zu beschützen, als die Hashashin ihm zu nahe kamen. Und er hat versagt. Und bitte nennen Sie diesen syrischen Fanatiker nicht die Hashashin. Er ist ein Mörder, schlicht und ergreifend. Da glaubt er aber selbst etwas ganz anderes. Er denkt wirklich. Ruhe! Muss ich euch daran erinnern, dass wir eine heilige Pflicht zu erfüllen haben? Ein Vermächtnis. Als Philipp versuchte, den Orden zu vernichten, verloren wir das Schwert und damit auch unsere Macht. Nun haben wir die Gelegenheit, es neu zu schmieden. Aber die Zeit ist knapp. Wir brauchen Ergebnisse. Keine kleinlichen Hackereien. Keine Entschuldigungen. Nun, Professor. Baphomet. Ja, natürlich. Entschuldigung. Wir werden Baphomet und das Schwert finden. Mit oder ohne die Schriftrolle. Wir haben ein anderes Element schon gefunden. Mitten in Paris. Exzellent. Worum handelt es sich? Oh ja, da sind wir uns zurzeit noch nicht ganz schlüssig. Ha! Aber meine besten Leute arbeiten schon daran.
Und Sie würden es ja nun wirklich besser sein lassen, an anderen herumzumeckern, Eklund. Ich habe wenigstens noch keinen von unseren eigenen Leuten umgebracht. Natürlich, der Kerl war der falsche Arzt im Krankenhaus gewesen. Marquis war ein Risiko. Eklund hat sich auf meine Ohren dahin um ihn gekümmert. Ich bitte um Verzeihung, Großmeister. So ein bisschen dieselbe Gorbatschow. Haben Sie auch irgendwelche guten Nachrichten für uns, Professor? Er redet sich aus, ich habe voll überzogen. Wir kennen bereits drei der Elemente. Wir wissen, dass Klausner die Linse hatte, bevor er verschwand. Wo war er? In Syrien. Wir wissen, dass er dort angekommen ist. Aber danach haben wir nichts mehr von ihm gehört. Der Attentäter. Ich befürchte... Ja. Es ist eine Schande. Klausner war ein guter Agent. Gut, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Lasst ein paar Likes, Kommentare da, macht ein Abo an und wenn ihr ein Abo anmacht, macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein Video. Ciao, ciao.